Hallo und willkommen zurück zu einem Video von mir. Heute nehme ich euch mit, wie ich meine Wimpern mache. Dazu zeige ich euch gleich noch ein paar Produkte. Ich glaube, der ein oder andere wartet schon ziemlich lange darauf, dass ich dieses Video drehe. Und ja, ich dachte, heute ist es soweit. Ich bräuchte eh mal wieder eine neue Wimpernwelle. Die möchte ich euch heute zeigen, wie ich sie bei mir selber mache. Wird oft gefragt, ob das überhaupt geht und wie ich das mache. Ich zeige euch mal ein paar Produkte, die ihr benötigt, die ich persönlich am besten für mich finde. Ja, ich habe ein bisschen rumprobiert. Es gibt da auch mehrere Produkte auf dem Markt. Aber ja, ich bin bei der Marke geblieben, die ich jetzt seit bestimmt 6, 7 Jahren nutze. Und ja, möchte auch da gar nicht mich groß rumprobieren. Ich vertrage es gut und es funktioniert super. Genau. Ich zeige euch jetzt erstmal ein paar Produkte. Wir haben hier einmal von Wimpernwelle. Das ist so die Marke, die ich favorisiere. Den Kleber- und Rollenentferner. Dann haben wir hier eine Kochsalzlösung. Da kann man bestimmt auch eine andere nehmen. Bin mir aber nicht sicher. Ich nehme die von Wimpernwelle. Die nennt sich NaCl-Lösung, 0,9%. Genau, das braucht man zum Entfetten der Haut und der Produkte, die man dann benutzt, wie das Silikonpad. Dann haben wir hier ganz wichtig Gel 1 und Gel 2. Ja, das ist letztendlich der Stoff, der den Zauber macht, bewirkt. Genau, ganz, ganz super wichtig ist dieser Kleber. Wimpernwelle hat auch einen Kleber, den ich aber persönlich gar nicht so toll finde, muss ich leider sagen, und habe für mich meinen Lieblingskleber gefunden. Der ist von Wimpern Deluxe und ja, sieht so aus, die Verpackung. Drin ist dann das mit einem Pinsel, was ich auch sehr praktisch finde. Genau, und dann haben wir die Silikonpads. Ich habe da immer die Größe S. Ich habe auch die M da. Habe ich bisher noch nie benötigt. Das ist die S. Habe ich auch von der Wimpern Deluxe Seite. Verlinke ich alles in der Infobox. Und auch wichtig ist dieser Kamm. Auf der einen Seite sieht man hier so einen Kamm. Und auf der anderen Seite ist das einfach glatt. Und ja, das ist dafür da, um die Wimpern dann hochzuschieben. Und mit der anderen Seite kann man sie dann zurechtkämmen. Zeige ich euch aber auch gleich alles. Da brauchen wir noch diesen Pinsel. Eine Zusatzinfo wäre, dass ich diesen Wimpernbooster benutze. Müsst ihr jetzt nicht machen. Ich mag ihn total gerne. Der ist von Refecto Ziel. Verlinke ich in der Infobox. Lash und Brow Booster, also auch für die Augenbrauen geeignet. Habe ich auch schon ausprobiert, fand ich auch sehr gut. Ich hatte mich nämlich mal verzupft und hatte dann eine Lücke und da habe ich das dann einfach benutzt und ist sehr gut nachgewachsen. Benutze dieses Serum jetzt auch schon echt lange und bin sehr zufrieden. Genau, dann würde ich sagen, wir fangen einfach mal direkt an und ich hoffe, ihr habt Spaß. So, als erstes fangen wir nun... Oh, falsche Flasche. Okay, also wir fangen jetzt erstmal mit der Kochsalzlösung an. Dafür brauchen wir ein Wattepad. So, und da mache ich mir dann jetzt ein bisschen was drauf. Gehe da ganz gründlich dann über meine Augenpartie und achtet wirklich darauf, dass ihr auch unter und über die Wimpern wischt und wirklich alles gründlich sauber macht. Das ist wichtig, um wirklich die Augenpartie zu entfetten, damit der Kleber dann später gut drauf haften kann. Als nächstes nehme ich die Silikonpads, da nehme ich meistens die Größe S, auch wenn ich die M da habe, fahre ich mit der S eigentlich am allerbesten.
Diese reinige ich jetzt auch nochmal, um sicher zu gehen, dass auch die total fettfrei und sauber letztendlich dann auf meinem Auge kleben können. Jetzt packe ich da gerade den Kleber aus. Genau, der ist nämlich gerade neu und den pinsel ich mir jetzt auch gleich auf mein Augenpad. Gerne ein bisschen antrocknen lassen und direkt aufs Auge. Drückt gerne ein bisschen an, aber ja, das klebt eigentlich relativ schnell, so sollte es dann aussehen. Als nächstes geht ihr mit dem Kleber über euren Silikonpad drüber, schön sorgfältig. Dann nehmt ihr euren Kamm und kämmt euch die Wimpern so nach oben, wie ihr sie gerne hättet. Ich habe sie am liebsten gerade nach oben gekämmt, aber ich kenne es auch so, dass viele den Cat-Eye-Look lieben und dazu kämmt ihr euch die Wimpern einfach schräg nach oben, also schräg nach außen nach oben, wisst ihr, wie ich meine? Ja. Quasi so, wie ihr euch die Wimpern tuscht, würde ich sagen. In die Richtung würde ich sie mir dann auch nach oben kämmen. Nehmt euch da wirklich Zeit und ja, seid sorgfältig, vergesst keine Wimper. Greift gerne immer wieder zum Kleber. Es wird nämlich vorkommen, dass die Wimpern nicht auf Anhieb oben bleiben und festkleben, sondern ihr müsst da wirklich öfter mal drüber. Seid da wirklich großzügig mit dem Kleber, lasst ihn auch immer wieder mal antrocknen. Wie ihr seht, gehe ich immer wieder über die Stellen, die mir noch nicht zu 100%ig gefallen, und das würde ich euch auch raten. Nehmt euch wirklich die Zeit, die ihr braucht, um das Ergebnis zu erzielen, das ihr euch wünscht von euren Wimpern. Da gibt es keine bestimmten Regeln, denen man folgen muss. Einfach so, wie es euch gefällt. Auch für die zweite Seite gehe ich mit dem Kleber über das Silikonpad. Klebe mir das dann auf dem Auge auf und drücke fest an. Wie bereits auf der ersten Seite gehe ich mit dem Kleber komplett einmal über das Silikonpad und kämme dann die Wimpern nach oben. Ich sehe auf jeden Fall trotzdem noch was. Ich wurde nämlich schon oft gefragt, ob ich, wenn ich mir die Wimpernwelle mache, überhaupt die Augen öffnen kann und überhaupt sehen kann, was ich da mache. Wie ihr seht, sehe ich genug. Genug das, was ich sehen muss. Natürlich kriege ich jetzt das Auge nicht ganz normal auf. Also nicht zu 100%, aber ja,
auf genug, um zu sehen, was ich mache. Ich würde sagen, ich würde da jetzt ein bisschen vorspulen. Ihr seht jetzt gerade eh aus dieser Perspektive nicht wirklich viel, außer mein Stativ. Und wir sehen uns dann im nächsten Schritt. Wenn ich mit beiden Seiten fertig bin, dann gehe ich mit dem Kleber nochmal über beide Augen drüber, um einfach sicher zu gehen, dass alle Wimpern nun wirklich fest oben kleben bleiben, bevor ich mit dem nächsten Schritt weitermache. Wenn ihr dann mit Nachkämmen und Nachkleben fertig seid, dann lasst eure Wimpern einmal kurz trocknen und dann geht es auch schon weiter mit Gel 1 und Gel 2. Wir fangen natürlich mit Gel 1 an. Nehmt euch wirklich anfangs erst ein wenig auf euren Pinsel, damit ihr ein Gefühl bekommt für die Konsistenz des Gels. Ich fange da immer in der Mitte, innen meine ich an und arbeite mich dann nach außen. Tragt das Gel in der Mitte eurer Wimpern auf, sodass oben und unten noch Wimper zu sehen ist und seid dabei auch wirklich gründlich, so dass wirklich jede Wimper Gel abbekommt und ja, somit dann auch alles schön einziehen kann. Genauso macht ihr auch auf der anderen Seite weiter. Wenn ihr dann auch mit der Seite fertig seid, kontrolliert ihr einfach nochmal, ob überall alles richtig sitzt. Und wenn dann alles so ist, wie es sein soll, dann heißt es jetzt erstmal warten. Wenn die 15 Minuten dann rum sind, dann nehmt ihr euch euren Pinsel und euer Wattepad und nehmt euch immer wieder Gel vom Auge runter und wischt euch das auf das Wattepad. Ich merke gerade, dass das mit dem Wattepad und mit dem Spiegelhalten irgendwie schwierig wird. Deshalb nehme ich mir mein Wattepad und packe es mir zwischen Spiegel und meiner Hand und dann geht das runternehmen des Gels auch schon viel schneller. Wenn ihr damit fertig seid, dann geht es weiter mit Gel 2. Dann macht ihr einfach genau dasselbe, nehmt Gel 2 auf euren Pinsel und fangt wieder mittig an und von innen nach außen. Lasst auch hier wieder Stückchen Wimper oben und unten frei, sodass das Gel wirklich nur in der Mitte eurer Wimpern liegt.
wenn ihr mit dem Auftragen des G2 auch hier fertig seid, dann heißt es wieder warten, 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 bis die Einwirkzeit rum ist. Ich nutze jetzt hier die Zeit, um ein bisschen Ordnung zu schaffen und ein bisschen Müll zu beseitigen. Ich wollte euch auf jeden Fall noch auf den Weg geben, dass es sein könnte, dass gerade am Anfang, weil ihr es nicht gewohnt seid, es ein wenig in den Augen brennen könnte wegen den Dämpfen des Gels. Aber macht euch da keine Sorgen. Ich hatte bisher noch keinen Ausschlag oder irgendetwas. Also da läuft eigentlich auch nie was ins Auge. Also mir ist noch nie was ins Auge gelaufen. Ich wollte euch nur vorwarnen, dass ihr euch da auf jeden Fall keine Sorgen machen müsst und ja, keine Panik haben braucht. Wenn die 8 Minuten dann rum sind, dann nehmt ihr wieder euren Pinsel und euer Wattepad und nehmt das Gel auch hier wieder runter. Wenn ihr dann damit fertig seid, dann nehmt ihr euch den Kleberentferner von Wimpernwelle. Macht euch etwas auf ein Wattepad drauf. Am besten nehmt ihr euch dazu gleich 2 Wattepads und macht auf beiden gründlich Wimpernkleberentferner drauf und packt euch das so für ein paar Sekunden aufs Auge und fangt dann an, vorsichtig hin und her zu rubbeln, bis ihr seht, dass sich die Wimpern vom Silikonpad gelöst haben. Und dann könnt ihr das Silikonpad wirklich schmerzfrei abziehen. Geht da dann wirklich nochmal gründlich übers Auge. Ich habe ein total rotes Auge schon, lasst euch davon nicht stören. Mir geht's gut, es tut nicht weh. Es ist einfach nur meine Haut, die so empfindlich reagiert auf Reibung. Genau. Geht auf jeden Fall nochmal über die Wimpern, auch später nochmal, um ja wirklich alle Klebereste zu entfernen. Hartnäckig ist der Kleber meistens noch mal so um das Auge herum. Im Augenlid habe ich oft noch Klebereste, so dass meine Augen dann beim Auf- und Zumachen immer kleben. Ja, deswegen geht da wirklich noch mal gründlich drüber. Wenn es nicht reicht, nimmt noch mal ein neues Wattepad und macht euch da wirklich alles gründlich ab. So sieht das dann aus, wenn ihr ja die Wimpernwelle fertig habt und euch die Wimpern noch nicht getuscht habt. Man könnte sich die Wimpern jetzt auch noch schwarz färben, wer möchte. Ich bin mit dem Ergebnis, so wie es jetzt ist, auch so sehr zufrieden und tusche sie mir gerne. So ihr Lieben, das ist das Ergebnis mit Wimperntusche. Ich bin super zufrieden. Ich möchte auch mal gleich noch einen Favoriten von mir zeigen. Das ist diese Mascara. Die benutze ich jetzt auch schon ewig, bestimmt 3 Jahre. Und habe zwischendrin auch mal wieder, wie man es erkennt, so, hier und da ein paar andere Produkte probiert. Muss aber sagen, dass ich immer den zu Hause habe. Ich habe den wirklich immer und zwar auch immer auf Reserve. Ich habe da, glaube ich, im Schrank jetzt noch 3 weitere, weil ich letztendlich immer wieder zu dem greife und wirklich überzeugt von dem bin. Den kriegt man leider auch nicht überall, also jetzt nicht in unseren Drogeriemärkten in Deutschland.
Aber ich bestelle mir das immer auf einer bestimmten Internetseite und die würde ich euch auch verlinken. Probiert sie doch gerne mal aus. Ich wäre auf jeden Fall interessiert. Vielleicht hat die ja schon jemand getestet oder benutzt sie auch. Oder wenn er sie jetzt bestellt und toll findet oder schlecht findet, würde ich es auch gerne wissen. Sagt mir gerne Bescheid. Genau, das ist hier einmal die Bürste. Ja, die ist so Art Kamm. Aber was ich halt, glaube ich, an der Wimperntusche so besonders toll finde, ist gar nicht der Kamm. Also der ist toll. Aber ich mag das, wie soll ich sagen, die Formel ist halt super. Es ist halt irgendwie nicht zu flüssig, aber auch nicht zu trocken. Irgendwie genau richtig für mich. Und sie ist nicht wasserfest, aber sie hält bei mir bombenfest, als wäre sie wasserfest. Und trotzdem kann ich mich ganz normal abschminken. Man muss aber dazu sagen, ich schminke mich generell im Augenbereich immer mit einer Reinigungsmilch ab, was ja eh von Natur aus schon etwas fettig ist und kriegt damit eigentlich jede Wimperntusche runter. Genau, die wollte ich euch noch ans Herz legen und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte ja, euch gut zeigen, wie ich meine Wimpern mache. Falls ihr das jetzt auch nachmachen solltet und ein tolles Ergebnis habt und zufrieden seid, lasst es mich doch gerne wissen. Lasst einen Kommentar da. Daumen nach oben, folgt mir, wenn ihr es noch nicht tut. Ich würde mich total freuen. Folgt mir auch gerne auf Instagram. Ich heiße dort Sunny Martinez unten Strich unten Strich. Genau. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei.